Kennt jemand Clint Courtney? Ich kenne ihn nicht, also ich habe ihn nicht gekannt, bevor ich von ihm gelesen habe. Dieser Typ war ein Baseballspieler und er war seinerzeit keine Legende. Also er war zwar bekannt als ein Spieler, der auch mitspielt, aber eigentlich hatte er nur so richtig hardcore eingefleischte Fans und die waren sehr vereinzelt, die wussten um seine Stärke. Der Clint war in den 50er Jahren, war er Catcher bei den Baltimore Orioles oder irgendwie sowas und sein Spitzname war Scrap Iron, also zu Deutsch Schrott, was heißen soll, dass er hart, verwittert und zäh war. Also Clint hat keine Rekorde gebrochen, sondern maximal Knochen. Er hatte wenig Kraft, war nicht schnell und selbst die einfachsten Spielzüge sahen bei ihm kompliziert aus. Also irgendwas war bei ihm komisch. Aber wenn er Handschuhe und Maske anhatte und ausgestattet war mit seiner Spielermontur, dann war er Scrap Iron. Und als Scrap Iron ist er vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Er hat versucht, jeden Ball zu holen. Egal, wie verloren der Ball auch schon war, er schürfte sich auf, verletzte sich, sprang jedem Ball noch mit maximaler Energie hinterher. Er hat Verletzungen ohne Ende gehabt, logischerweise bei der Art von Einsatz. Er krümmte sich regelmäßig vor Schmerz auf dem Boden, weil er irgendwas oder seinen Mitspieler abbekommen hat. Aber ausnahmslos, er stand jedes Mal auf. Vielleicht stand er nur langsam auf, aber er stand wieder auf. Er schüttete den Staub ab, dass er wieder soweit bereit war und nickte seinen Mitspielern zu, dass er wieder am Start ist. Und das Spiel ging weiter mit Clint Courtney. Vernarbt, verletzt, aber entschlossen weiterzumachen. Und manchmal sah er aus wie so ein Kriegsversehrter mit Klebeband hier, Schiene dort und irgendwelchen Brackets oder irgendwelchen Hilfsutensilien, damit er laufen kann. Aber Clint Courtney stand am Ende wieder senkrecht und war am Start. Und einige machten sich über ihn lustig, dass er so eine Art Masochist sei, der auf Schmerz steht. Und andere bewunderten ihn und für sie war er der Champion, der am Ende immer wieder aufstand. Wir sind mittendrin in der Apostelgeschichte. Wir haben eine kleine Serie jetzt über den August laufen in Fortsetzung zu 42 Tage für meine Freunde, wo wir uns als Gemeinde dazu anhalten wollten, neu diesen Auftrag in den Blick zu nehmen, dass Jesus für jeden bekannt werden möchte. Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, das sind ja etliche Kapitel, dann können wir ganz verschiedene Themen entdecken, die dort aufploppen. Zum einen können wir lesen, dass es einen explosionsartigen Wachstum gab. Da ist die Rede von, an einem Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben. An anderer Stelle heißt es, dass tagtäglich zig unzählbare Leute zum Glauben dazukamen. 20 Jahre später gab es in Rom, in Korinth, in Ephesus, in Philippi, in Antiochia, überall gab es schon Gemeinden in der damals bekannten Welt. Wir lesen von Wundern, von wundersamen Begegnungen, Kranke, die gesund werden, Tote, die wieder lebendig werden. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite lesen wir aber auch von viel Leid, von Gewalt, von ungerechtfertigter Gewalt, willkürliche Justiz, die angewendet wird. Also diese Bewegung, die ihren Anlauf da genommen hat und plötzlich so diese explosionsartigen Aufbrüche erlebt, die erlebt zugleich auch Nadelstiche. Und wenn ich Nadelstiche sage, dann fängt das ganz seicht an. Am Anfang wurden die Apostel vors Gericht eingeladen, sie mussten sich rechtfertigen und ihnen wurde vehement verboten, weiter von diesem Jesus zu reden. Das war das Erste. Dann haben sie einfach weitergemacht, sie haben das gehört und einfach weiter Jesus verkündigt. Als Nächstes sind sie ausgepeitscht worden. Und wenn wir auspeitschen sagen, dann ist das nicht nur dieser Lederriemen, sondern diese Lederriemen waren immer so mit Knochenstückchen versetzt, damit, wenn die Peitsche trifft, dass sie richtig Land findet, wo sie einhaken und Furchen ziehen kann. Also Peitschen war nicht einfach nur Striemen auf dem Rücken, sondern Menschen waren teilweise hochgradig verletzt danach. Nachdem sie das erlebt haben, gab es nächste Eskalationsstufe. Menschen sind ins Gefängnis geworfen worden. Und wenn wir Gefängnis sagen, dann haben wir vielleicht diesen westlichen Standard vor Augen mit Gardinen an der Zellstange oder ähnliches, Fernseher drin, Bett und ähnliches und ordentliche Toilette. Aber die Gefängnisse damals, das waren Löcher, das waren Kerker, ohne Licht, ohne dass da jemand mal aufräumt. Im Hebräischen heißt es Bet Azar. Und Bet Azar heißt Haus der Gebundenheit.
Haus der Fesseln. Also die Menschen sind dort in Fesseln gelegt worden, die haben so einen Holzblock um die Füße bekommen, Hände gefesselt und so saßen die da drinnen. Und wenn ihr glaubt, da gab es irgendwie noch ein Extraloch für alle menschlichen Abfälle, die entstehen, gab es nicht. Die Menschen saßen in ihrem eigenen Kot, in ihrem eigenen Urin, in einem Haufen von Dreck und mussten sich irgendwo zurechtfinden, dass sie einen Platz finden, wo sie sitzen konnten. Also ein Ort, wo aufgerissene Wunden am Rücken ganz schlecht aufgehoben sind. Da war keiner da, der die Leute verbunden hat. Essen und Trinken gab es nur, wenn die Familie hineingelassen worden ist. Und hineingelassen wurde sie oftmals nur, wenn die Wachen geschmiert worden sind. In diesem Kontext hinein passiert es. Und ich möchte vorlesen aus Apostelgeschichte 16, Vers 23. Da geht es um Paulus und Silas, die in Philippi, das ist so in der heutigen Griechenland, die haben in Philippi haben sie das Evangelium verkündet. Und ich lese uns Verse vor, was dort passiert ist. Nachdem man ihnen, Paulus und Silas, eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren, das waren die Statthalter, sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die Beine in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und wie sich das vielleicht ungefähr angehört hat, vielleicht nicht ganz so stimmgewaltig, das hören wir jetzt.
stark. Vielen, vielen Dank euch. Das gibt uns einen Einblick. Ich lese nochmal Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ein dunkles Loch, es stinkt ringsherum. Alle Umstände sprechen gegen positive Gefühle und entgegen all dem, wo sie sich vielleicht fragen, warum Gott das zulässt, mitten in der Nacht fangen sie an, Gott mit Lobliedern zu singen. Das Interessante ist, wenn man querbeet mal die Bibel anschaut, da wird die Nacht immer wieder auch erwähnt als ein Ort, wo plötzlich Loblieder entstehen. Menschen, die nachts wach liegen und statt das Handy zu schnappen, einfach anfangen zu beten. Auf einmal sind Gedanken da, auf einmal formen sich Gebete, die mitten in der Nacht entstehen. Und so auch hier bei Paulus und Silas, die erleben das plötzlich. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott auch nur schenken kann oder wir uns von Gott schenken lassen müssen. Mitten in der Nacht, mitten in absoluter Finsternis, wo alle körperlichen Sinne dem widersprechen, fangen sie an, Gott zu loben. Und dann heißt es weiter, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf. Die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Als Ergänzung hier: Ein Gefängniswärter hat mit seinem Leben bezahlt, wenn andere geflohen sind. Er wusste, wenn das Gefängnis leer ist und auch nur einer fehlt, er bezahlt mit seinem eigenen Leben. Also er zieht das Schwert, will sich töten. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. So eine krasse Geschichte, die hier passiert und so faszinierend, was dieser Gefängnisaufseher erlebt. Und interessant, er stürzt in das Gefängnis hinein und sagt zu den Gefangenen, ihr Herren. Und da steht, das sind nicht eine Siezformen, sondern da steht Kyrios. Also das ist diese hofierende Ansprache, ihr Herren, wer seid ihr? Völlig irritiert, wer diese Gefangenen sind. Und Paulus sagt, glaube an Jesus, den Herrn, also den Kyrios. Also er verweist gleich auf ihn und sagt, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Also der Rücken schmerzt noch und die Wunden sind noch ganz wund hinten und tut alles noch weh. Und mitten in die Situation hinein verkünden Paulus und Silas diesem Gefängnisaufseher das Evangelium, die gute Botschaft. Und das Interessante ist, wenn man in den Philipperbrief tiefer hineinliest, also nicht Apostelgeschichte, sondern den Brief an die Gemeinden in Philippi, dann schreibt Paulus nochmal ein paar Details zu seiner Gefangennahme. Er schreibt hier das ist im 1. Thessalonicher, nicht im Philipperbrief, da schreibt er, kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Also er berichtet darüber. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Also wir bekommen hier Einblick in das Innere von Paulus und Silas. Und wenn er sagt, dass Gott ihnen Mut schenkte, dann heißt es ja, dass sie keinen Mut hatten, dass sie mutlos waren. Sie saßen im Gefängnis mit blutenden Wunden, völlig desillusioniert, was hier gerade alles passiert ist und sitzen da und wissen gar nicht, wie ihnen werden soll und wie sie damit umgehen soll. Und mitten da hinein kommt diese Ermutigung Gottes hinein und sie erleben, krass,
Auf einmal sind Loblieder da. Der Heilige Geist, Gott begegnet ihnen mitten in diesem Gefängnis. Und wenn wir Apostelgeschichte mal nur querlesen zu den ganzen Gefängnisaufenthalten, in der Bibel kommt 70 Mal das Wort Gefängnis vor und 18 Mal kommt es in der Apostelgeschichte davon vor. Also der Großteil, wenn es um Gefängnisse geht, ist immer wieder in der Apostelgeschichte. Und es gibt weitere Beispiele. Die Apostel werden einmal als Ganzes inhaftiert und ein Engel kommt und befreit sie. Später werden sie ausgepeitscht und ihre Reaktion ist voller Freude. Voller Freude gingen sie hinaus, weil sie um des Namens Jesu willen leiden durften. Was ist mit denen los? Was geht in Menschen ab, dass sie voller Freude in Anbetracht von Leid und Schmerzen sind? Dann gibt es noch eine Einzelsituation, wo Petrus aus dem Gefängnis von einem Engel befreit wird, während die Gemeinde für ihn betete und keiner kann es richtig glauben, als er vor der Tür steht und hauen erstmal die Tür wieder zu, weil sie Angst haben, ein Gespenst steht vor der Tür, steht drinnen. Aber nein, es ist wirklich Petrus. Wir lesen aber auch diese andere Geschichte, der Saulus, der zum Paulus wird. Saulus, der die Christen erst noch vehement verfolgt hat, froh drum war, glücklich war, wenn die Christen hingerichtet worden sind. Und dann begegnet ihm dieser Jesus und er wird vom Saulus zum Paulus. Da begegnet ihm Jesus und auf einmal fällt es ihm wie Schuppen vor den Augen und er sieht diesen Jesus. Aber der Apostel Jakobus, wir lesen, dass er hingerichtet wird. Und als Herodes merkt, dass die Juden das feiern und begeistert davon sind, setzt er diese Spur fort und lässt weitere hinrichten. Stephanus ist uns allen bekannt als erster Märtyrer der Christenheit. Er hält eine große Rede und daraufhin wird er hingerichtet, er wird gesteinigt. Und was wir alles vielleicht so ein bisschen überlesen oder so ein bisschen mit Skrupel vielleicht auch übergehen innerlich, hey, die Leute hatten Familie. Die hatten auch ihre Partner, ihre Kinder vor Augen, ihre Ehefrauen, ihre Ehemänner und die sind hingerichtet worden. Warum? Weil sie diesen Jesus verkündet haben. Also Christenverfolgung fängt mitten in der Apostelgeschichte an. Und ich habe mich gefragt, warum haben sie durchgehalten? Was hat sie durchhalten lassen? Was hat ihnen die Motivation gegeben, nicht nur einfach durchzuhalten, sondern zu erfahren, dass sie mutig und entschlossen von diesem Jesus erzählt haben? Und ich bin letzte Woche in der Vorbereitung auf einen ganz schlichten Gedanken gestoßen, der für mich aber in der Tiefe erst seine Tragweite und seine Wirkung entfaltet. Der Punkt ist, wir nehmen Jesus viel zu oft einfach nur als Menschen wahr. Dieser Mensch Jesus und nicht diesen Jesus Christus. So als ob er ein besonders guter und kluger Lehrer war, der gute Reden und gute Gleichnisse zu verkünden wusste. Und ich glaube, dass wir uns manchmal deswegen so schwer tun, ihm auch die Leitung unseres ganzen Lebens anzuvertrauen, weil wir viel zu oft in ihm nur diesen guten Menschen sehen und nicht diesen Sohn Gottes. Aber dieser Jesus, dieser Christus, dieser Gesalbte, er ist der Sohn Gottes und von dem die Engel in der Offenbarung singen, ich übersetze es etwas freier, er ist heilig, er ist würdig, ihm gehört alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Die Jünger haben ihn als beides erlebt, als diesen Menschen, der nahbar ist und als diesen Christus, der fähig ist, Wunder zu tun. Sie haben mit ihm gelacht, sie haben mit ihm gegessen, sie haben gemeinsam in der Natur übernachtet, sie haben mit ihm gelebt, gefeiert und gelitten. Das ganze Leben, er hat sich nicht distanziert von ihnen, sondern er hat das Leben in der Gänze mit ihm geteilt. Sie haben ganz persönlich erfahren, sie haben es gesehen, wie dieser Jesus abgeführt wird. Sie haben gesehen, wie er am Kreuz stirbt, wie der Nagel in die Hand reinsaust. Sie haben es ganz nah erlebt. Sie haben erlebt, wie er ihnen die Füße gewaschen hat, wie er das Abendmahl gebrochen hat und gesagt hat, nehmt, dies ist mein Leib, nehmt, dies ist mein Blut, vergossen für die Sünden der vielen, damit sie euch vergeben werden. Sie konnten gar nicht anders. Es war gar nicht darüber nachzudenken, ob, sondern sie konnten gar nicht anders, als von ihm zu erzählen. In 1. Petrus 2,20, da sagt Petrus, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Also Petrus sortiert Leid nicht als nur eine Herausforderung im Glauben an, sondern er sagt, hey, das gehört dazu.
Wenn du dich zu Christus bekennst, als Christ in dieser Welt, du passt hier nicht rein. Dein Christsein wird immer irgendeine Form von Kollision sein. Oder was ich total, Verse, die mich immer wieder neu bewegen, in den Johannesbriefen, die sind ja ziemlich spät erst entstanden. Und Johannes war einer der Jünger. Im Neuen Testament wird er als Lieblingsjünger beschrieben, warum auch immer, aber er wird so beschrieben. Und Johannes ist da schon ein alter Mann und er blickt auf sein Leben zurück, schreibt diese Briefe und er schreibt hier, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, und er meint die ganze Zeit Jesus, wir haben es, also ihn gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens, Jesus. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und dann geht er sogar noch weiter, das wird jetzt nicht angeschlagen. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Warum? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Dieser Johannes, der ist so Jesus fasziniert. Der hat alles noch so bildlich vor Augen. Das, was er damals erlebt hat, was ihn wie traumatisiert hat, die Erfahrung zu sehen, dass dieser Jesus gekreuzigt wird und zugleich dieses Erlösende zu sehen, er ist auferstanden und was er alles getan hat, er ist so Jesus fasziniert bis ins hohe Alter, obwohl Jesus schon lange weg ist. Aber sein ganzes Leben steht unter diesem Thema, ich möchte, dass ihr mit diesem Gott, mit diesem Jesus so verbunden seid, wie wir es damals waren. Und wir haben noch ein Zeugnis von einem weiteren Typ, der mit Jesus verbunden war. Das war Jakobus, der Bruder von Jesus. Und er schreibt mit ganz ähnlichen Worten, er sagt, in Jakobus 1, Vers 1 steht das: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Grund zur Freude aufgrund von verschiedenster Art der Prüfungen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Wenn du in diesem Haus der Gebundenheit sitzt, und wir kennen das, glaube ich, alle, dieses Bet Azare. Diese Momente oder diese Phasen im Leben, wo wir das Gefühl haben, ich bin wie in Ketten. Und wie kann mich Gott gebrauchen? Und warum lässt er das überhaupt zu? In diesem Zustand, wenn er mich doch frei machen würde, dann könnte er doch. Wir alle kennen dieses Bet Azare. Dieses Haus, wo du gebunden bist, in Fesseln bist. Du hast Lebensbereiche vielleicht vor Augen. Und Gott ist mittendrin, mitten da. Und er tut nicht immer dieses Wundersame, was wir in Apostelgeschichte 16 gelesen haben, dass die Gefängnistüren aufspringen. Nein, wir lesen von den Hinrichtungen. 11 von 12 Jüngern ist überliefert, sind am Ende ihres Lebens nicht natürlich gestorben, sondern sind hingerichtet worden. Diese Männer, in dem Fall waren es diese Männer, diese Jünger, aber auch all die Frauen, die mit dabei waren, die waren ganz nah dran. Und offenbar haben sie so eine Faszination und so ein Hineingenommensein erlebt, dass sie wussten, dafür bin ich bereit, alles zu geben. Ich kann diesen Christus nicht verleugnen. Der Petrus hat Jesus einmal verleugnet im Zuge der Kreuzigung. Und ich glaube, das hat sich so tief in ihm eingebrannt, dass er wusste, nie und nimmer, ich kann diesen Jesus nicht verleugnen. Und es wird hier beschrieben, Wort des Lebens, Wort der Wahrheit. Wie kann ich die Wahrheit verleugnen? Er ist so in den Bann hineingenommen. Für mich ist diese spannende Frage, wie gehen wir mit diesem Bet Azares, diesem Haus der Gebundenheitsmomente, wie gehen wir mit ihnen um? Resignieren wir? Enden wir bei dem Gedanken, Gott hat mich vielleicht vergessen, dann gehe ich halt meinen eigenen Weg? Oder öffnen wir uns für das, wie Gott gerade über uns denkt, was er uns vielleicht gerade sagen möchte? Wir leben in einer Gesellschaft, die so stark auf dem Fühlen unterwegs ist. Und ich kenne auch die Formulierung auch unter uns Christen, dass das hat sich gut angefühlt, also habe ich es gemacht. Ich hatte das Empfinden, Gott sagt, weil es sich gut angefühlt hat. Hey, unser Bauchgefühl kann so trügerisch sein.
Und Versuchung, ich habe mal diesen spannenden Satz gelesen von einem Dozenten in einem Buch. Er hat gesagt, Versuchung kann manchmal so stark sein, dass es sich anfühlt wie zu sterben, ihr zu widerstehen. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Fühlt sich an wie sterben. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht binden oder die uns verführen wollen in eine Richtung, die bequem ist, die sich gut anfühlt, die der leichtere Weg ist vielleicht in all dem. Und was mich aber fasziniert und was ich gerne heute vermitteln möchte, bleiben wir treu, auch in den Momenten, wo wir in diesem Beit Azar sitzen, dieses Haus der Gebundenheit. Bleibst du treu, auch wenn du Themen in deinem Leben hast, die du vielleicht nicht unter den Füßen hast? Sagst du, hey, und dennoch folge ich diesem Jesus. Diese Gebundenheitsmomente, die sind wie so eine Seitenbank, die uns deutlich machen, dass Jesus uns nicht braucht. Er braucht dich und mich nicht. Aber er will dich gebrauchen. Er möchte mitten da hinein zu dir reden. Interessant ist, wenn man ein paar Gefängnissituationen in der Bibel mal querliest, als erstes ploppt vielleicht einem Josef auch noch auf, dass immer wieder in den Momenten, wo Menschen im Gefängnis saßen, Gott etwas vorbereitet hat oder etwas sprechen wollte. Also es ist keine verlorene Zeit, es ist nicht Zeit, die hinten runterfällt, sondern es ist eine Zeit, wo es genauso gilt, horch hin, was möchte Gott dir sagen? Mitten in diesen Ort, der stinkt, der dunkel ist, wo du umgeben bist von Unrat, Gott möchte zu dir reden. Und wenn wir den Text von Jakobus nochmal vor Augen halten, er sagt später, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, denn wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Wir kennen alle stehen und hinfallen und wieder aufstehen und wieder hinfallen. Und so wie ganz am Anfang der Clint, der Iron Crab oder Crab Iron, es geht darum, wieder aufzustehen. Und wenn du mitten im Unrat sitzt und gebunden bist, Gott sieht dich und Gott spricht zu dir. Und ich glaube, manchmal ist das wie diese Prüfung, das Wort prüfen kommt immer wieder im Alten wie auch im Neuen Testament vor. Gott prüft, bist du mir treu, auch wenn die Gesamtsituation überhaupt nicht passt. Hältst du trotzdem an mir fest? Mit all deiner mangelnden Kraft, und ich möchte stark sein in all deinem Mangel, aber hältst du mir die Treue? Bin ich deine erste Anlaufstation da, wo die Dinge nicht passen? Und ich glaube, dass genau das Ansinnen des Feindes, dass diese Beit-Azars unseren Fokus weglenken sollen. Sie sollen unseren Blick von Gott weglenken hin zu den Umständen. Hey, Paulus und Silas hätten allen Grund gehabt, einfach nur wahrzunehmen, was mit ihren Sinnen greifbar war. Da war Scheiße, da war flüssiger Urin. Ey Leute, stellt euch das mal vor. Also das sind alles Sachen, die man nur im Klo haben möchte, nirgendwo woanders. Da hat es gestunken, da waren Berge von Unrat. Die Wunden haben geblutet und wehgetan. Und sie hätten allen Grund gehabt zu sagen, Gott, warum? Warum? Ich habe mir den aufgerissen, dafür, dass das hier läuft, dass ich dein Wort an die Menschen bringe. Warum sitze ich hier? Ich kann hier niemand was verkündigen. Ich gehöre doch da raus. Und Gott sagt, nein, du gehörst hier hin. Weil da ist einer, den ich möchte, dass du ihm begegnest, der Gefängnisaufseher, all die Gefangenen um dich herum. Ja, lass uns mal vor Augen halten. Nicht nur ich und du, wir kennen diese Beit Azar, sondern die Gefangenen um dich herum. Da sind Menschen um dich herum, die um dich herum sitzen. Du bist nicht allein. Und das ist oft auch dieser Trugschluss. Wir denken, wir sind allein. Keiner ist so wie ich. Und wir sind mit unserer eigenen Schuld oder mit unseren eigenen Grenzen so konfrontiert, dass wir denken, links und rechts gibt es niemand, der so schlimm ist wie ich. Nein, links und rechts von dir sind andere, die genau von dem hören sollen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Also das Ansinnen des Feindes ist immer, unseren Blick weg von Gott zu lenken und hin auf unsere Umstände. Mark Hatfield, das ist ein bereits verstorbener amerikanischer Politiker, der hat einmal Mutter Teresa besucht in Kalkutta und hat sich rumführen lassen in all der Arbeit, die sie dort getan hat. Unter anderem gab es einen Ort, wo die Kinder ihren letzten Ort, bevor sie sterben, hatten. Also sie sind getröstet worden, sind bestmöglich versorgt worden, aber es war klar, dass sie es nicht schaffen werden.
Und dieser Mark Hatfield hat die Theresa gefragt, wie können Sie all das tragen, ohne daran zu zerbrechen? Und Mutter Theresa soll gesagt haben, mein lieber Senator, ich bin nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein, ich bin dazu berufen, treu zu sein. Ich bin nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein, ich bin einfach dazu berufen, treu zu sein. Du bist einfach dazu berufen, treu zu sein. Du und ich. Und ich möchte das gar nicht sagen, verbunden mit Anklage oder schlechtem Gewissen, sondern eigentlich als Einladung. Sei einfach du selbst. Komm, wie du bist und folge diesem Jesus mit all deinen Grenzen, mit all deinem Hinfall, mit deinem Bet-Azars. Sag einfach Ja zu diesem Jesus. Treue ist nicht Perfektion. Treue heißt, dass du immer wieder neu aufstehst und auf diesen einen guckst und sagst, genau du bist mein Herr. Und immer wieder wende ich mich auch in der Dunkelheit an dich. Wir sind berufen, treu zu sein. Ich nenne uns ein paar Namen. Aslan Brigitte, Sandra Vogler, Georg Hillmann, Jürgen Meissner, Melanie Golisch. Ich kenne die alle nicht, aber die stehen im Telefonbuch. Vielleicht bist du am Ende so berühmt wie jemand, der im Telefonbuch steht. Ich habe die heute Morgen gegoogelt, habe da mal reingeguckt, was für Namen gibt es eigentlich. Und da gibt es noch viele weitere Millionen Namen. Und vielleicht sind wir am Ende so berühmt wie jemand im Telefonbuch. Und das ist groß, hat mehr Seiten als die Bibel und da stehen mehr Namen auch als in der Bibel drin. Du bist einfach berufen, treu zu sein. Egal, ob dich jemand sieht, egal, ob jemand Notiz von dir nimmt, aber einer sieht dich immer. Jesus hat dich immer im Blick. Und dazu möchte ich uns einladen, auch mitten in die Sommerzeit hinein. Urlaubszeit ist nicht Urlaubszeit von Jesus, sondern bewusst einfach auch die Zeit, die vielleicht ruhiger ist, Gott zu suchen. Sei es in der Nacht, vielleicht bist du jemand, der einen leichten Schlaf hat und nachts wach wird. Hey, dann nutz die Zeit in dem Moment, dich auf den Herrn auszurichten. Jesus zu fragen, ob er ein Lied für dich auf den Lippen hat. Bei uns zu Hause, ich habe unseren Kindern vor 2 Monaten diese Geschichte aus Apostelgeschichte 16 nacherzählt. Und bei diesem Loblied-Ding kam mir dieses Lied, komm und lobe den Herrn. Und seitdem trällern unsere Kinder dieses Lied bei jeder Gelegenheit, komm und lobe den Herrn. Und inzwischen müssen wir auch alle Strophen immer mitsingen. Wir schaffen es nicht jeden Abend, aber das war irgendwo bei ihnen so einprägsam, dass mitten in dieser Gefängnissituation fangen sie an zu singen. Ich lade dich ein, wenn du deinem Bet-Azar begegnest, folge nicht deinem Gefühl, sondern lass dich ein auf diesen Moment, was spricht Gott gerade zu dir. Sei es ein Lied, sei es ein Gebet, sei es ein, du spürst, auf Empfang gehen zu dürfen, aber sei einfach treu. Lasst uns treu sein. Und ich nehme mich selbst mit hinein, lasst uns einfach Menschen sein, die mit Gott unterwegs sind und wenn wir hinfallen, wieder aufstehen. Staub von der Hose klopfen und wenn die Knochen gebrochen sind, trotzdem wir stehen wieder auf und wir folgen ihm, trotz unserer Bet-Azars, mit unserem Bet-Azars. Wir wollen miteinander singen das Lied, du meine Seele, singe. Und da heißt es weiter, wohl auf und singe schön. Dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werd. Ich lade uns ein, wir werden jetzt keine ausgedehnte Lobpreiszeit haben. Wir werden dieses Lied miteinander singen. Und ich lade uns ein, aufzustehen und das nochmal so Gott auch zuzusingen, zu sagen, ganz unabhängig von meinen Umständen, ich möchte dir singen. Ich bin mir bewusst, du bist aller Ehre wert, durch alle Umstände hindurch. Lasst uns gemeinsam aufstehen und Gott das Lied zusingen und ihm die Ehre geben.